Mein Name ist Marion Röden und ich bin mit Leib und Seele Bäuerin. Deswegen stehen wir auch hier im Stall. Ich bewirtschafte mit meiner Familie zusammen einen Milchviehbetrieb mit 90 Milchkühen plus Nachzucht und wir wohnen in Buchzetteler Fehn. Ich bin seit 5 Jahren im Vorstand der Landfrauen der Moor ehrenamtlich tätig sowie seit 3 Jahren im Kreisverband Landfrauen Leer ebenfalls im Vorstand tätig. Ich mache das, weil das einfach Spaß macht. Ich bin gern unter Menschen, ich lerne gerne viel dazu und da sind die Landfrauen für alle Frauen auf dem Lande einfach geradezu perfekt dafür. Man kann so viel bewegen, wenn man sich selbst irgendwo einbringt und gerade bei den Landfrauen zum Beispiel, da gibt es so ein vielfältiges Programm. Wenn wir in der Moor, in der Ortsgruppe Veranstaltungen haben, Fahrten machen, Workshops veranstalten und die Mitglieder dann zahlreich kommen und glücklich wieder nach Hause gehen, dann wissen wir vom Vorstand, das war richtig, wir werden wertgeschätzt, es wird uns Respekt entgegengebracht. Und das macht einfach Freude. Es ist gut, es kostet mitunter Zeit und Kraft und auch Nerven, aber man bekommt sehr viel zurück. Und jetzt in dieser Zeit, wo nichts stattfindet, muss ich sagen, fehlt mir das alles sehr. Respekt bedeutet für mich ein harmonisches Miteinander und auch mal die Fähigkeit zu zeigen, sich selbst zurückzunehmen. Gerade im Vereinsleben oder wo viele Menschen zusammenkommen, da hat man viele Ansichten, viele Meinungen und das muss harmonisch ausgetragen werden und man kann nur mit einem Kompromiss auch weiterhin arbeiten. Aber Respekt bedeutet für mich auch im täglichen Leben der freundliche Umgang mit Menschen untereinander. Danke sagen, bitte sagen. Der Knigge ist zwar alt, aber nicht altmodisch. Für die Zukunft wünsche ich mir, dass viel mehr Menschen ehrenamtlich tätig werden. Denn gerade jetzt in dieser Zeit der Pandemie merken wir ja, wie alles runtergefahren wird. Und die Hilfsorganisationen wie die Kleiderkammer oder die Tafeln oder auch diese Veranstaltungen wie Dorffeste, Feuerwehrfeste, Ausstellungen, alles wird ehrenamtlich getragen und veranstaltet. Und das fehlt jetzt. Und vielleicht ist das jetzt mal der Zeitpunkt, dass einige sich sagen, ich kann mich arrangieren, ich kann irgendetwas und vielleicht sollte man einfach mal machen.